Hallo und willkommen zu einem neuen Video hier bei Trendlupe. Ich bin's, der Mike wieder, und ich freue mich, dass ihr mit dabei seid. Es ist Sommer, die Sonne scheint, es ist heiß draußen. Und was liegt da natürlich nahe, sich eine erfrischende Abkühlung draußen im Wasser zu suchen? Sei es der Pool, der See oder gar das Meer. Ich glaube, das kühle Nass ist bei solchen wirklich warmen Temperaturen mit das Angenehmste, was man haben kann. Jetzt gibt es aber einige Wasserratten, für die ist das Liegen am Wasser doch etwas zu langweilig. Und da braucht es ein bisschen Action auf dem Wasser, ganz gleich am See, Fluss oder sonstiges. Ja, und was so vor einigen Jahren tatsächlich als Trendsportart angefangen hat, ist heute immer noch sehr, sehr gefragt. Und man sieht es nahezu überall. Wovon rede ich? Vom Stand-Up-Paddling. Und ich habe hier direkt neben mir schon ein Paket stehen, denn das haben wir zum Anlass genommen zu sagen, okay, das wollen wir auch mal ausprobieren und wollen es euch vorstellen. Und mit freundlicher Unterstützung von Viveva haben wir nämlich das Blue Marina Ariki Stand-Up Paddling in der 10.8er Version zum Testen bekommen. Was wir euch heute noch nicht auf dem Wasser, das machen wir beim nächsten Video, aber trotzdem schon mal auspacken wollen mit euch gemeinsam und euch etwas im Detail vorstellen. Deshalb würde ich sagen, ich gehe jetzt erstmal raus, dann packen wir das ganze Teil mal aus und dann schauen wir mal, was alles so hier im Lieferumfang enthalten ist. Ja, wir sind jetzt zum Auspacken tatsächlich nach draußen gegangen. Die Sonne hat sich gerade hinter einer kleinen Wolke versteckt, ist aber auch gar nicht schlimm. Ich habe das Paket hier schon mal aufgeschnitten und lasst uns mal gemeinsam schauen, was denn alles hier in diesem doch, ja, ich sag mal, Hüfthohn-Paket enthalten ist. So, dann haben wir hier, ja, müssen wir gleich im Detail drauf schauen. Ich würde sagen, ich lege das alles mal hier hin. Wir schauen uns das dann etwas noch im Detail an. Hier erkenne ich aber auf jeden Fall schon mal eine Luftpumpe. Ja, das kriege auch ich hin. Hier wird wahrscheinlich Flickzeug oder so drin sein. Ich glaube, das wird das eigentliche Board sein. Ja, hier erkenne ich einen Paddel. Und hier, das gebe ich mal aus, ist nämlich noch eine Finne. Das kann ich auch erkennen. Und ein Band. Transportverpackungen sind entfernt. Ich habe jetzt alles mal hier hingelegt und lasst uns mal gemeinsam drauf schauen. Natürlich war erstmal auch eine Bedienungsanleitung mit dabei von dem Blue Marina Ariki Stand-Up Paddle. Man sieht es ja auch in voller Pracht. Es ist schon ausgelegt, noch nicht aufgepumpt. Das machen wir gleich. Wir haben die 10.8er Sub-Version hier, also wirklich für Erwachsene. Das Ganze gibt es auch noch in zwei anderen Größen, die etwas kleiner sind. Ist dann eher für Kinder und Jugendliche geeignet. Ganz klar, ein Paddel ist mit dabei. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, ich kann es nicht beurteilen. Wir sind auch wirklich Anfänger. Wir werden es dann auf dem Wasser sehen. Was wir aber wissen, das Sub ist Anfänger geeignet, weil es hat ein Drei-Finnen-System. Eine Finne, die muss man dann nachträglich noch befestigen. Ich hoffe, das wird nachher auch easy gehen. Sorgt dann aber dafür, dass der gerade Auslauf von dem Board dann dadurch da stabilisiert wird. Ja, man hat hier noch eine Fußschlaufe dabei, sorgt dann dafür, falls man doch mal vom Board fällt, dass das Board natürlich nicht durch Strömung oder sonstiges nicht mehr erreichbar ist, sondern dass man dann möglichst schnell auch wieder auf das Board kann. Ja, dann haben wir hier noch eine doppelwandige Luftpumpe. Wir werden das Sub auch gleich mal aufpumpen, um mal zu schauen, wie lange wir brauchen. Hier haben wir Flickzeug dabei, habe ich gerade gesehen, und noch einen Ventilhebel. Das zeigen wir euch am Wasser. Und natürlich noch eine Transporttasche. Ja, heute noch in der Trockenübung. Nichtsdestotrotz wollen wir vorbereitet sein und das Sub heute tatsächlich auch schon einmal aufpumpen. Nicht, dass es dann zu einer bösen Überraschung kommt, wenn wir dann am See sind und wir es dann doch nicht hinkriegen sollten. Deshalb, ich pumpe euch das jetzt mal auf. Wir machen da mal einen Zeitraffer drauf. Und ich schätze mal, ich gebe mal einen Tipp ab, ich sag mal maximal 5 Minuten. Aber das werden wir gleich sehen. Ja, knappe 5 Minuten später, ich bin ein wenig durchgeschwitzt. Es war aber auch anstrengend. Das sah, glaube ich, einfacher in dem Zeitraffer aus, als es tatsächlich nachher war. Es ist jetzt aber mal aufgepumpt. Es war hier, wie gesagt, nur eine Trockenübung. Aber ja, zumindest wissen wir jetzt, wie es funktioniert und dass es etwas anstrengend ist. Wir schauen noch mal ganz kurz aufs Brett selber. Denn hier verbergen sich noch einige Highlights, die ich euch nicht vorenthalten möchte. Und zwar haben wir hier noch ein Netz. Hier kann man also ja, Sachen verstauen, die man doch mitnehmen möchte auf wilder Fahrt. Hier vorne haben wir eine Halterung für eine GoPro und dann haben wir hier vorne als auch in der Mitte und auch hinten einen Tragegriff.
Ja, ich kann das mal kurz demonstrieren. Also auch für mich alleine, ja, vom Gewicht her ist es nichts. Und ich kann es so auch zum Wasser tragen. Gar kein Problem. Wir sehen hier noch 4 Halterungen. Und zwar sind sie für einen zusätzlich optional erhältlichen Kajaksitz. Den haben wir netterweise von Miweber auch zum Testen bekommen. Da befindet sich dann auch noch ein Zweitpaddel dran, sodass man dann mit beiden Seiten paddeln kann. Werden wir euch aber auch im Wasser vorstellen. Das soll es hier erstmal gewesen sein. Ich lasse jetzt wieder die Luft raus. Ich packe das Ganze dann in unsere Transporttasche. Und dann hören wir uns gleich nochmal. Eine Abkühlung im Wasser könnte ich jetzt tatsächlich gut gebrauchen, aber wir haben gesagt, wir machen heute ja nur die Trockenübung. Demnach, schaut mal, ich habe das Sub von Blue Marina, das Ariki in der 10.8er Version jetzt hier in die, ja, mit im Zubehör enthaltene Transporttasche gepackt. Hat auch alles super geklappt, hier ist sogar tatsächlich noch ein bisschen Luft drin. Man kann diese Transporttasche bequem als Rucksack tragen, hier ist ein Haltegriff dran und so ist das Sub dann auch beim nächsten Einsatz, ja, direkt schon fertig. Der erste Eindruck vom Board war tatsächlich sehr, sehr gut, muss ich sagen. Ich bin sehr positiv überrascht und freue mich auf den Einsatz im Wasser. Das machen wir beim nächsten Mal. Von daher schaut wieder rein. Bis dahin, alles Liebe, euer Mike. Und ich gehe jetzt mit den paar Kilos hier auf dem Rücken einmal weg. Ciao, ciao. Bitte vergesst nicht, den Trendlupe-Kanal zu abonnieren. Dankeschön. Ciao.